Stell dir mal vor, du hättest so viel Geld, dass du nicht weißt, wie du das bis zum Ende deines Lebens ausgeben kannst. Was machst du damit? Klar, du schenkst Wiesbaden eben mal ein Museum. Das hat Reinhard Ernst so gemacht, auch wenn die Stadt Wiesbaden es ihm anfangs nicht leicht machte. Man muss sich fast anbiedern, das ist ein bisschen schwierig. In dem riesigen Gebäude sind übrigens nur Kunstwerke ausgestellt, die er selbst gesammelt hat. Die ganze Geschichte heute bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News der Hessenschau. So sieht er aus, der Mann, der Wiesbaden ein Museum gebaut und geschenkt hat. In weißen Granitstein, einem der hellsten der Welt, erstrahlt das Gebäude an Wiesbadens bekanntester Straße, der Wilhelmstraße. Ein über 80 Millionen teures Geschenk an die Stadt von Reinhard Ernst, der hier zum ersten Mal seine private Kunstsammlung ausstellt. Und sein Herz brennt für die abstrakte Kunst. Aber warum eigentlich? Es war einfach mein Bauch, der mir das gesagt hat. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, warum. Weil mir die abstrakte Kunst als einzige Kunst die Chance lässt, zu sehen, was ich will. Sie schreibt nichts vor. Ich kann sehen, ich darf sehen, was ich will. Ich bin frei. Und so wurde der gelernte Speditionskaufmann reich. Er feierte 1968 im Henninger Turm mit seiner heutigen Frau Verlobung. Ihnen fiel ein Japaner und ein Amerikaner auf, die keinen Platz fanden. Das Restaurant drehte sich und die beiden hatten immer noch keinen Sitzplatz. Die stehen jetzt schon eine halbe Stunde, weil wir waren immer rumgefahren. Die können doch bei unserem Tisch Platz nehmen, weil wir haben einen Vierertisch und das gesagt, getan. Und dann haben die mich angeschaut und haben gesagt, ja, was machen Sie so? Ich habe erzählt, was ich gelernt hatte. Und da sagten die, gucken die sich an, sagte, haben Sie morgen früh Zeit? Das ist der Einstieg in ein Getriebebauunternehmen, das er später selbst übernimmt und ausbaut. Aus dem Speditionskaufmann wird ein Unternehmer und aus dem Unternehmer ein Millionär. Einer, der Kunst liebt. Ja, die Kunst gehört allen. Das ist ein Spruch, den Sie ja unten im Foyer sehen. Das ist unsere Überzeugung ganz einfach. Weil es ist zu schade, dass wenn Sie sich vor, Sie kaufen für viel Geld Kunst und hängen sich zu Hause hin. Sie sehen es nur alleine. Aber warum lassen Sie nicht andere daran teilhaben? Im Laufe der Jahre sammelt sich einiges an Kunst im Hause Ernst an. Doch irgendwann weiß er nicht mehr, wohin mit seinen Kunstwerken. Und während die einen die Gemälde im Keller lagern würden, baut Reinhard Ernst sich einfach ein Museum. Und nicht nur für Kunstliebhaber, sondern gerade die Kinder liegen ihm bei seinem Museum sehr am Herzen. Wir haben die Vormittage geöffnet nur für Kinder, nur für Schulklassen. Etwas, was ein Museum als privater Träger in der Regel nicht macht. Aber was noch viel wichtiger ist, die Kreativität in Kindern zu wecken. Das ist also mein Hauptanspruch als Unternehmer, weil ich sage, wir brauchen kreative Menschen in unserer Wirtschaft. Wenn wir die nicht haben, können wir den Laden so machen. 9.700 Quadratmeter mit 2.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Denn die Sammlung von rund 2.000 Kunstwerken muss ja irgendwo hin. Denn zum Teil sind die Kunstwerke schon, sagen wir mal, ein kleines bisschen größer. Und die müssen alle von Limburg nach Wiesbaden und dort ins Museum. Wie zum Beispiel diese drei großen Teile, jeweils bis zu 4 Tonnen schwer. Sehen Sie, wenn das Holz hier kaputt geht, das hier, und das ist nicht, dann geht die ganze Schlaufe ja nach hinten. Kunstsammler Ernst ersteigerte die dreiteilige Skulptur aus gebogenem dicken Cortenstahl in England bei Sotheby's. Wert 4 Millionen Euro. Beim Transport von der Insel gibt es vor 4 Jahren schon ein Unglück. Das Kunstwerk muss sogar teuer restauriert werden. Das war genau die Situation, wo man den Fehler gemacht hat, nicht die Skulpturen oben anzudocken, wie es vorgesehen war, sondern man hat eine Schlaufe um die Palette gemacht. Ja. Die Palette ist zerbrochen und das Ganze ist abgestürzt. Und jetzt und geht den es Fehler aber. Konnten wir nicht machen, denn wir haben sie richtig angeseilt. Ja. Dann passiert wohl nichts, oder? Passiert nichts. Okay. Wenn der LKW nicht verunglückt. Ja. Für die Ankunft in Wiesbaden werden sogar extra 4 Fahrstreifen gesperrt. Und dann muss das Werk noch über die Hohe Mauer. Turbulente Fahrt von Limburg bis Wiesbaden. Wir hatten halt ein bisschen Bedenken, die Erschütterung, dass sie irgendwelche Erschütterungen halt in der Skulptur was macht, aber das war alles soweit in Ordnung. Stundenlanges Rangieren, aber es lohnt sich. Weder Probleme noch Unfälle. Das Kunstwerk schwebt langsam, aber sicher auf seine Position. Schon beim Aufbauen ist die Skulptur eine Attraktion. Und nun steht sie sicher in Wiesbaden auf festem Boden.
Nach 5 Jahren Bauzeit ist das Museum fertig. Mit dem japanischen Star-Architekten des Museums, Fumihiko Maki, verbindet Reinhard Ernst nicht nur eine lange Freundschaft, sondern auch die Liebe zum Detail, die sogar den Toilettengang zum Erlebnis macht. Das Museum lebt von Details, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Das sind Details von Maki und sind Details teilweise auch von mir. Ja. Insofern ist das Museum hier ein Gesamtkunstwerk von Maki und ich habe da ab und zu mal meinen Senf zugegeben. Für die Eröffnung seines Museums am Sonntag wünscht sich der Gründer Besucher, Besucher, Besucher. Wir bauen das für Besucher. Wir möchten, dass Menschen hier reinkommen. Wir möchten, dass Menschen diskutieren. Wir möchten, dass Kinder reinkommen. Das heißt, wir möchten viele, viele Besucher und viele Diskussionen. Was würdet ihr mit 80 Millionen Euro machen? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns gerne ein Abo da.